So, meine Freunde, wir sind zurück mit Final Fantasy VII Rebirth. Hier ist Robi von R&R Production und das müsste Part 21 sein. Ja, was soll ich sagen? Ich habe die Hälfte vergessen, so lange war ich weg. Aber ich gebe mein Bestes. Ich weiß, glaube ich, nee, warte, wir waren in einer Sommerinsel. Oder? Ja, egal. Wir waren irgendwie auf einer Ferieninsel, irgendwie sowas. Und ja. Würde sagen, wir hauen rein. Natürlich, Spoilerwarnung. Spiel ist relativ neu. Aber nicht vergessen, es ist jetzt auch schon wieder nochmal plus ein Monat. Ich glaube, langsam haben wir das alle durch, aber ich sag trotzdem, Spoilerwarnung und let's go. Machen wir Spieladen. Sommersonne Costa del Sol. Genau hier waren wir. Costa del Sol. Sieht gut aus. Laden wir doch. Da sind meine Kollegas. Das da hinten haben wir, glaube ich, angeschaut. Lag nichts rum. Wir waren auf dem Weg hierher, ne? Welcome to Costa del Sol. The beauty of it all. Hello. Bum, 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 bum. Ich wollte mittanzen. Liegt hier irgendwas? Oh, ich kann gar nicht schneiden hier. Okay. Okay. Hier ist auch nichts. Kann ich nicht durch. Keine Items. Helikopter. Mal schauen, sind hier Items? Ist gerade irgendwie Mangelware, ne? Nope, nope, nope. Du-du-du-du. Da kann ich gar nicht hoch, okay. Kann ich auch nicht hoch. Das sind alles Orte, wo du denkst, da könnten Items sein. Kann ich nicht runterspringen. Hopp, da geht's hoch. Kommt auch nichts. Was geht, Kumpel? Aggressiv. Aggressiv. Ne, ist auch nix. Du bist so gewohnt, bei RPGs so viele Items und Kisten zu finden, sich in Ecken. Aber hier bei Final Fantasy ist gerade ein bisschen wenig. Richtig ungewohnt. Auch nix, auch nix. Glückwunsch, Kumpel. Ich bin zurück im Urlaub. Hat so weh getan. Aber man muss irgendwann in die Realität zurück. Kann ich mit dir reden? Was macht ihr denn hier? Obwohl, will's gar nicht wissen. Gibt eh nur Ärger mit euch, so wie immer. Costa del Sol. Echt keine Items. Krass. Oh. Aber ich kann was kaufen. Herzlich willkommen. Servus. Was hast denn du? Nix. Einfach wirklich nichts. Vielen Dank für Ihren Besuch. Was kann ich mit dir anfangen? Mit dem Hauch von nichts, was du mir gegeben hast. Ne, da kommt man gar nicht rüber, ne? Das ist alles zu. Ja, alles zu. Aber da geht's weiter. Über die Brücke, wie es aussieht. Da geht es wahrscheinlich irgendwo hin. Mit Kämpfen. Alles klar. Das ist zu. Das ist zu. Viele Leute, die sich die Parade in Junon angesehen haben, sind im Anschluss hierher gereist. Daher sind beliebte Hotels bereits ausgebucht. Es gibt jedoch noch eine Unterkunft, die erst kürzlich eröffnet hat. Unter uns. Empfehlen kann ich die aber nicht gerade.
Da soll es wohl nicht mit rechten Dingen zugehen. Hört sich doch gut an. Mit einem Wheelie lässt sich Kosovo soll einfach und bequem erkunden. An Touristeninformationen kannst du je nach zurückgelegter Entfernung tolle Preise gewinnen. Schau doch einmal nach, welche Sonderaktion gerade läuft. Ich kann mit dem Wheelie hier nicht weiter, was für eine Schande. Ey, das ist aber schon schnell. Oi. Oi. Langsam. Und ihr rennt mir hinterher, das. Es tut mir leid, aber wir haben momentan leider noch geschlossen. Oh. Ich wollte nur was einkaufen. Ein bisschen Kohle ausgeben, ihr wisst schon. Alter, Alter. Ich mach hier noch alles kaputt. Da ist ein Kaktor. Graffiti. Das ist ein Gelber. Ich will den Gelben. Der ist cooler. Yay! Hey Chatley! Sag mal dem Hallo. Wenn ich schon hier bin. Wo bist du? Sorry. Wo bist du? Ah, da! Versteckst dich in der Ecke. Hula Hula und Aloha! Willkommen in Costa del Sol. Tanzt du gern, Cloud? Natürlich. Ich habe das gerade zum ersten Mal probiert und bin ganz und gar begeistert. Wollen wir es nicht mal gemeinsam versuchen? Klar, wieso nicht? Aber zuerst zeig mal, was du hast. Also, ich habe noch keine Daten, kann ich nichts kaufen. Schwerkraft? Gravitas? Nice. Kampfsimulator, was schon da schön ist. Esper Alexander kämpft in einem Dreierteam gegen die Heilige über das Schicksal richtende Konstruktion, damit wir ihre göttliche Kräfte besser einschätzen können. Das ist hart. In der Corell-Region. Kriegt man hin, aber es sind nur zwei Stück. Ist ja easy. Ist wahrscheinlich nicht so groß, die Insel, oder? Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit den Weltberichten. So. Chatley haben wir angesprochen. Die Wheelie-Sonderaktion, die hole ich mir. Wer von euch macht es? Du? Aloha! Heute ist ihr Glückstag. Es gibt einen Weg, wie Sie Ihren Aufenthalt in Costa noch aufregender gestalten können. Nehmen Sie an unserer Wheelie-Sonderaktion teil. Okay. Wenn Sie wünschen, erkläre ich Ihnen gerne, wie das abläuft. Alles, was Sie tun müssen, ist, mit diesen zwei Rädern hier, unseren Wheelies, kreuz und quer durch Costa zu düsen. Ganz einfach. Und das Beste? Je nach zurückgelegten Kilometern gibt es auch tolle Belohnungen. Klingt das nicht hervorragend? Den Spaß lassen Sie sich doch nicht entgehen, oder? Ist ja easy. Also, 4 Kilometer, danach kann ich laufen. Ich gratuliere, das war die richtige Antwort. Damit kommt die Sache auch gleich ins Rollen, denn Sie sind jetzt registriert. Mal sehen, Ihr Kilometerzähler sagt... Meinen Glückwunsch! Damit haben Sie sich Ihre fortgeschrittenen Lizenz verdient. Wheelie fahren verbraucht übrigens nur wenig Makroenergie. Umweltfreundlicher geht es nicht. Sie können also weiterhin nach Herzenslust durch die Gegend rollen. Die Wheelie-Sonderaktion. Oder Touristeninformation, was sagst du, Madame? Aloha! Wenn Sie wissen möchten, was Costa alles zu bieten hat, sind Sie hier genau richtig. Über die Promenade? Auf der Promenade finden Sie eine Vielzahl aufregender Geschäfte. Für Ihre Einkaufstour möchte ich Ihnen die Fahrt auf unseren zweirädrigen Schneeflitzern, den Wheelies, ans Herz legen. Hab ich. Über den Strand. Am Strand von Costa kann man nicht nur im Meer baden. Es steht eine Vielzahl verschiedener Wassersportaktivitäten zur Auswahl.
Ob Surfen, Tauchen oder Chocoboot, hier hat jeder Spaß. Chocoboot, okay. Über Restaurants? Da hätten wir Costas berühmteste Lokalität, die Bar del Sol. Ob Meeresfrüchte oder tropische Getränke, ihre Karte beinhaltet alles, was die Region zu bieten hat. Aber immer daran denken, mit Bedacht genießen. Ja, Alkohol ist Beste. Hauen wir uns hier rüber weg. Jetzt über Hotels. Was Hotels angeht, so sind sowohl das Costa Royal als auch das Costa del Sol Resort sehr zu empfehlen. Es gibt auch viele andere Hotels, aber momentan ist leider alles ausgebucht. Ich fürchte, es wird schwierig, kurzfristig noch ein Zimmer zu finden. Das ist scheiße. Was habe ich jetzt gemacht? Ah, Yuffies Tankhins, der gibt's auch noch. Falsch. Ich will rauszoomen. Wieder falscher Knopf. Ey, wo bin ich? Ey, so. Geht doch. Das Costa Royal. Etwas Erholung. Das Costa del Sol Resort. Und das war's. Oh, wir haben dann ein schwarzes Brett. Da cruisen wir doch auch mal hin. Sorry. Ey. Wollte ich nicht. Ich glaube, ich mache hier mehr kaputt, als dass ich hier helfe. Nix. Okay. Da geht's hoch. Was gibt's da oben? Oh Mann, komme ich nicht hin. Warum sind die so gemein zu mir? Erkunden wir es erstmal. Weil unten waren die noch nicht offen. Was ist das? Heute reist man per Wheel. Ich kann da nicht rein. Okay. Achso, das ist Costa Royal. Verstanden. Das sind die blauen. Sorry, ich habe ein bisschen was getrunken. Das passiert manchmal so. Oh. Wenn das nicht unsere Yuffie ist. Ich kann mit ihr reden. Erstmal speichern. Ich hoffe, ich mache eine gute Antwort. Hey, Yuffie. Bist du offen für eine Abkühlung hier? Oder eher was Heißes? Oh. Ich meine, wenn das hier nicht heiß ist, dann weiß ich auch nicht, oder? Du bist aus dem Kind. Deswegen sage ich... Ja, wie ein Vulkan, nicht wirklich, lass uns in Ruhe. Ja, wie ein Vulkan. Ja, wie ein Vulkan. Hey, du bist ja doch gar nicht so dumm, wie ich dachte. Sag mal, warum nehmt ihr mich nicht bei euch auf? Ich wäre euch sicher eine Riesenhilfe. Habe ich jetzt ihr Pluspunkte gekriegt? Keine Pluspunkte bekommen. Weil es war mir ein bisschen... Wie soll ich sagen? Nicht ganz koscher, diese Antwort, aber... Wer ist Yuffie überhaupt? Sieht aus wie 14, 15. Weil von der Größe her, warte mal. Wie steige ich ab? So. Ja. Cloud ist glaube ich über 20, ne? Ist ja auch schon ein bisschen älter. Sie ist fast so groß. Aber... Sieht halt mega kindlich aus, ne? Ja, von der Größe ist hier wie Earth. Ach, keine Ahnung. Animes und so, weiß schon nie, wie alt es ist. Da ist, kommt eine 2000 Jahre alte Vampirin, die sieht aus wie 9,5. Animes sind komisch manchmal. Wo gehen wir rein? Magnata. Hört sich gut an. Hallo? Was hast du, Kumpel? Hey. Aloha! Hier, um ein wenig im Kodex zu blättern? Achso, das war der Kodex. Da habe ich schon alles verballert, ne? Ja. Bis bald mal wieder. Bringt nix. Hast auch nix. Fahren wir zum nächsten. Oh, was gibt's bei dir? Willkommen! Hier sind Sie genau richtig. Wir führen nur beste Qualität. Jetzt bin ich gespannt.
Platinohrringe. Kauf ein. Wie viel Kohle habe ich überhaupt, Anna? Na, geht. Da, wo ich null habe, kauf wenigstens ein Molotow-Cocktail oder was? Achso, das war schon alles? Okay. Sie nicht auf die Gauner in den Seitenstraßen an. Alles, was Sie für Ihren Aufenthalt in Costa brauchen, sind die alles für den Eifel. Hier werden Sie gewinnen. Du bist bestimmt auch so ein Gauner. In der Seitenstraße. Ich will auch nur Items. Ui, hier geht's runter. Hui! Wer bist du? Tut mir leid, aber momentan haben wir noch geschlossen. Versuchen Sie es bitte später wieder. Alter, warum sind alle zu? Ich will doch nur hier ein bisschen Spaß haben. Ah fuck, jetzt habe ich vergessen zu gucken, ob es gut das Ding war, was ich mit dir gesagt habe oder nicht. Warte mal. Dann speichere ich kurz. Perfekt. Laden. Eins davor müsste es sein. Ich will nur wissen, was die Antworten, ob sie dann positiv reagiert oder negativ. Bist du auch für eine Abkühlung hier? Oder eher was Heißes? Ich meine, wenn das hier nicht heiß ist, dann weiß ich auch nicht, oder? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Ja, deine Sorte kenne ich. Die Langweiler-Fraktion, die man mit nichts aus der Reserve lockt. Ja, aber du hast nichts, um aus Reserve zu locken. Jemand wie ich. Am besten ihr nehmt mich bei euch auf. Das war, glaube ich, die Neutrale. Würde ich sagen. Das war, glaube ich, die neutrale Antwort. Was ist die nächste Antwort? Ja, das ist wahrscheinlich die dann gemeine. Oder? Bist du auch für eine Abkühlung hier? Oder eher was Heißes? Ich meine, wenn das hier nicht heiß ist, dann weiß ich auch nicht, oder? Lass uns in Ruhe. Kannst du uns bitte in Ruhe lassen? Ich verstehe echt überhaupt nicht, was ihr alle habt. Aber ich wette, wenn wir uns... Sehr wahrscheinlich, glaube ich. War das die schlechte? Dann nehmen wir, was wir hatten. Yes! Vulkan war es wahrscheinlich das Positivste. Auch wenn es mir die Nackenhaare hochstehen lässt. Hui! Hoch mit euch, komm! Oh, da gibt's Waffen. Drehen! Raus hier! Der Rest ist aus. Ah, Rest habe ich, heißt es, ne? Abissreif. Oh, die sind ganz gut. Holen wir mal einen davon. Und einen davon. Oh, zwei nicht. So. Und Rest haben wir schon alles. Danke. Okay. Das ist auch nichts, auch nichts. Da waren wir. Klavier. Ah, wieder so ein Klavier. Für gelbe Wheelies. Accessoire Boutique. Und Materialladen. Wo war das da? In die Richtung? Accessoires aus Costa. Hier ist für jeden etwas dabei. Herzlich willkommen. Für welche Accessoires kann ich Sie begeistern? Ich weiß nicht, was ihr bringt. Ich kaufe euch, damit ich alle hab. Unsere Sachen passen auch vorzüglich zur Urlaubskleidung. Wir haben gerade richtig gute Sachen. Eieiei. Ich fahre hier noch jemanden um. Der Materia-Chef hat alles, was das Herz begehrt. Irgendwas, was ich noch nicht hab.
4, 2, 2. Da. Gestärkte Attacke. Okay. Zack. Barriere. Okay. So. Aber auch alles jetzt. Bis zum nächsten Mal. Alter, Alter, das ist zu schnell, das Ding. Iha! Was ist? Wilde Hatz. Tut mir leid, wir stecken momentan noch in den Vorbereitungen. Ah, vielleicht muss ich erst die Main Story ein bisschen weitermachen. Und dann kann ich die ganzen Nebenspielsachen machen. Würde ich mal sagen. Das war das Wheelie-Ding. Warte mal. Upsi. Kriege ich eigentlich Wasser? Ich habe gemerkt, das sind hier verschiedene Farben, ne? Kriege ich vielleicht irgendein Sonderding, wenn ich die auf die richtigen Dinge draufstelle? Weil da standen welche einfach so rum, ne? Von den Wheelies. Stellen wir sie in die richtige Zone rein. Kriegen wir dann ein Item oder irgendwas? Da hinten war der blaue. Hier war nichts, ne? Ne. Kann man mit dem Wheelie auf den Strand runter? Frage ist, wo ist der Strand? Ja, komme ich nicht runter. Oder? Doch! Yay! Da war noch ein gelber. Gibt also mehrere, die hier rumstehen. Da ist noch ein blauer. Runde Füße waren gestern. Heute reist man per Wheelie. Keine Angst. Ich bringe sie nach Hause. Alle? Da unten war ein gelber, ne? Das ist aus wie eine Seegurke und nicht wie ein Kaktus. Komm raus hier! Zack, zack. Und, Alter, ist wieder hergespawnt. Ah, okay, nee. Nee, die kann man nicht zurückfahren. Die spawnen wieder zurück an ihren ursprünglichen Platz. Die stehen einfach hier rum, ne? Okay, gut, verstanden. Gut, dass ich hier nicht wie blöd andere rumgetan habe. Und umsonst das Ganze gemacht hätte. Oh, hier geht's raus. Kann ich schon raus? Weil mit Wheelie konnte ich nicht raus. Ne. Ah, ich muss ja, das geht erst alles weiter, wenn ich im Hotel penne, wie es aussieht. Dann lass mich die 4000 kurz machen. Dann habe ich die Nebenstory auch fertig und dann gehen wir zu unseren Hotels. Und wie kriege ich eigentlich von den Dingern, wenn ich im Kreis fahre? Hup, hup. Jetzt haben wir eigentlich alles schon gemacht, oder? Weil ich finde die Steuerung so kacke von den Dingern. Mach hier nur alles kaputt. Weg da! Ja, es geht. Ich bin schon bei 3000. Gleich habe ich 4000. Ui! So stelle ich es mir auch mit Ding vor. Wir hatten doch überall diese Elektroscooter in Deutschland. Und dann hieß es doch, die wurden verboten oder wollen die nicht mehr. Oder wurden runtergemacht. Mit kmh. Weil so viele Unfälle waren. Weil die so schnell gefahren sind. Komm, wir haben gleich die 4000. Hoppa! Und so muss es mit dem gewesen sein. Zu viele Leute haben sich verletzt. Die Fahrräder haben, glaube ich, jetzt auch ein Limit, oder? Die Elektrofahrräder. Bin ich mir gar nicht sicher. Wo ist unser Touristen-Information? In die Richtung. Okay. Zack. Ich komme. Eieieiei. Mache ich hier alles kaputt, du. Einmal drehen. Zurück. Da.
Und dafür riecht noch ein Führerschein. Mit toll gemacht. Aloha! Vielen Dank nochmal für Ihre Teilnahme an der Weedy-Aktion. Kein Problem. Gib mir jetzt den Rest. Mal sehen. Ihr Kilometerzähler sagt... Wow! Ich bin wirklich überwältigt. Damit haben Sie sich Ihre Meisterlizenz verdient. Ihre Hingabe zum Wheelie-Fahren ist schon jetzt legendär in Costa. Darüber wird man noch lange reden. Kein Ding. Dieses Geschenk wird denen zuteil, die den höchsten Grad an Perfektion beim Wheelie-Fahren erreicht haben. Es ist mir eine Ehre, es überreichen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin jederzeit freie Fahrt. Und nicht vergessen, Sicherheit geht vor. Kein Problem, habe ich gern gemacht. Gibt es eine Karte vom Ort? Und die Kratzer, die da auf den Dingen sind, waren schon davor. War nicht meine Schuld. So, gehen wir zuerst zu diesem Punkt, weil ich glaube, hier kommt es mir vor, es geht weiter, ne? Etwas Erholung. Das Costa Royal. Oder das Costa del Sol Resort. Oder kann man nur eins von beiden machen? That's the question. Ich speichere. Vielleicht ist dann wieder so ein entweder oder, musste ich für Tifa oder für unsere schöne Aerith entscheiden. Aber Costa del Sol. Wieso kann ich hier reinfahren? Und sagen sie immer Stopp. Ich will nicht unhöflich sein. Dankeschön. Hier ist nix, hier ist nix. Auch keine Items. Nope. Ich bedauere, aber ohne Reservierung kann ich Ihnen leider kein Zimmer geben. Beehren Sie uns bitte bald wieder. Ich habe doch nichts gesagt. Und sie hat schon gewusst. Viva! Bruder! Viva! was? Johnny! Boah, ey. Lang nicht gesehen. Freue mich riesig. Gleichfalls. Sag mal, was machst du hier? Gute Frage. Sehr gute Frage. Ich verwirkliche hier meinen Traum. Oh. Stellt euch mal vor, ich bin jetzt Hotelbesitzer. Naja, allerdings nur ein kleines Hotel. Prima, waren nämlich gerade auf der Suche. Ist noch was frei? Na, für euch doch immer. Ich fänd's toll, wenn ihr kommt. Ihr werdet dann nämlich meine ersten Gäste. Also, ich weiß nicht. Komm schon, Barrett. Wozu sind wir denn Freunde? Ihr braucht euch echt nicht zurückhalten. Okay, dann lasst uns mal los. Hey! Na los, macht schon! Ich habe ein schlechtes Gefühl. Irgendeine Absteige. Hört ihr? Will schließlich meine geschätzten Gäste nicht verlieren. Ich habe den Laden gerade erst gekauft. Ist noch nicht komplett eingerichtet, aber trotzdem schon ziemlich schnieke. Schnieke sogar? Wenn ich so daran zurückdenke, der Anfang hier draußen war echt hart. Keine Arbeit, kein Geld, keine Freundin, kein gar nichts. Hab eine Weile im Müll gepennt, bis der Bürgermeister so nett war, sich meiner anzunehmen. Hat mir einen super Preis für das Hotel gemacht, weil ich so abgebrannt war. Den halben Marktpreis, stellt euch das mal vor. Und das Beste, ich darf ihn sogar im Raten abstottern. Ich war echt zu Tränen gerührt. Ich will nichts sagen, aber... So wie man hierher kommt, hätte ich Angst. Hierher! Ich präsentiere Johnnys Strandhotel! Paar Löcher. Das hier? Oh, ganz nett. Nicht wahr? Nicht wahr? Für ein Strandhotel macht sich der Strand aber ziemlich rar, oder? Jetzt sei doch nicht so kleinlich. Hm? Riech mal. Ah, dieser Duft. Die salzige Brise. Oh. Gut, kommt rein. Was riechst du? Die Müllhalde von nebenan. Ah, zu gut. Johnnys Paradies. Johnny? Hast du toll gemacht. Lass mich kurz speichern.
Mal kurz nur schauen, das andere Hotel, ob dann wieder Johnny kommt. Rein da! Da kann ich ja nicht hin. Dann kann ich null hin. Es tut mir sehr leid. Wir sind heute restlos ausgebucht. Du Monster. Ich wollte nur hier rein. Ich komm nicht durch. Ach so. Okay, okay. Passt. Jetzt gehe ich da rein. Ja, jetzt gehe ich hier rein. Johnny kommt raus. Dann kommt das gleiche raus. Ich habe einfach nur das Ding übersprungen. Braucht kein Mensch. Yes! Ich will zu Johnny. The one only. Wenigstens wachsen hier ein paar Sachen. Einfach zu gut. Unkraut, was ich gebrauchen kann. Vielleicht kann ich hier ein bisschen investieren. Dass es geil wird. Meine eigene Strandhütte bauen. Also gut, dann checken wir euch mal ein. Tifa kriegt das Zimmer 101 und Aris die Nummer 102. Ihr Jungs macht es euch zusammen in Zimmer 103 gemütlich, okay? Und der Preis? Für dich gibt's natürlich Rabatt, Tifa. Also... Oh, Entschuldigung, der Bürgermeister braucht mich anscheinend. Ihr seid heute die einzigen Gäste, also macht's euch einfach bequem. Ah! Oh, wenn ihr zum Strand wollt, zieht euch bitte um. Und die Waffen lasst ihr besser auch im Zimmer. Oh Mann, da wird's mal richtig heiß am Strand und ich kann nicht hin! Erstmal duschen? Ja, gute Idee. Dann später. Und wann ist das genau? Na, wird sich schon ergeben. Später eben. Nicht? Kostet den Sold auf. Ja. Chill. Alles wieder Ruhe. Geschlagen. Ich denke, ich werde mich dann mal ein bisschen umsehen. Ach so, aber zuerst natürlich umziehen. Oh. Kriegen wir Badekleidung? Darf ich aussuchen? Schiffer Heuklaut! Ich bin dann mal weg. Wieso? Ich dachte irgendwie Badeanzug. Auch Waffen brauchen Urlaub. Buddy, was geht? Schön luftig und schattig. Gar nicht mal so übel hier. Du brauchst nicht viel, gell? Ich weiß. Es ist die Rezeption. Ich kann nicht mehr. Ich will doch nur zuschauen. Ich bin nicht pervers. Ich will nur deine Sicherheit achten. Kann ich mit Barrett reden oder ist er schon über alle Berge? Ja, Barrett ist schon über alle Berge, okay. Dann gehen wir da rein. Wir haben ein Zimmer mit Ausguck. Besser kann es doch nicht sein. Hey. Fliege ich über die Betten hier? Ist das die Dusche? Ah, zu schön. Ey, kann ich nicht sagen. Ein Hauch von Steine. Bester Ausblick. Ich sehe ein bisschen was von einem Turm da hinten. Ey, besserer Ausblick geht doch gar nicht. Was wollen die alle? Vielleicht kommen ein paar Käfer und Affen rein, mein Gott. Du musst leider hier bleiben, okay? Buddy. Der auch? Ist ja langweilig. Das war das Einzige, was mich irgendwie erinnert hat an Strand. Ich
dachte, ich ziehe jetzt die Badehose an. Oh Mann. Duschen darf ich auch nicht. Brauchst du Hilfe? Die lassen mich nicht rein. Die sind voll gemein. Das soll mein Bett sein? Das kracht ja schon beim Angucken zusammen. Soll ich helfen? Ich kann reparieren. Die sind alle gemein. Ich will doch nur ein bisschen Spaß. Oh. Hühnchen, bist du da? Oder sagst du wieder Schatten? Schön luftig und schattig. Gar nicht mal so übel hier. Also, was kracht denn da? Braucht ihr echt keine Hilfe? Seid ihr euch sicher? Naja, ich hab's versucht. Ich wollte nett sein und ist hier unten durchgekracht. Jetzt liegt sie unten irgendwo. Nee. Hey, du da! Ich hätte da was viel Besseres für dich als diese olle Bruchbude hier. Hast du gesehen, wie es da drinnen aussieht? Diese Baracke ist doch nicht mal 100 Gil wert, aber der Besitzer hat sich dafür sogar in Schulden gestürzt. Dass sich heutzutage immer noch Leute so übers Ohr hauen lassen. Also ich will ja nichts sagen, aber du hörst dich nicht gerade. Hast du gesehen, wie es da drinnen aussieht? Diese Baracke ist doch nicht mal 100 Gil wert, gleich nochmal. Aber der Besitzer hat sich dafür sogar in Schulden gestürzt. Dass sich heutzutage immer noch Leute so übers Ohr hauen lassen. Das sagen nur Leute, die jemanden übers Ohr hauen wollen. Bist sehr verdächtig. Aber ich habe Wichtigeres zu tun. Ich gehe an den Strand. Ein paar Chicas abchecken. Voll bei Tifa oder Earth. Klappt nix. Muss ich mir wollen. Oi. Bist du allein unterwegs, Süßer? Ey. Für eine Verschwendung. Dabei sind Strände doch wie gemacht für Dates. Oh. Zum Glück sind wir aber da und können dir weiterhelfen. In Costa del Sol findet nämlich gerade ein super spannendes Kennenlern-Event statt. Echt? Romantik, die du niemals vergessen wirst. Finde dein Herzblatt und zwar bei Costa del Amor. Okay. Wen von euch beiden kann ich mitnehmen? Sag's mir. Klingt das nicht riesig aufregend? Nicht interessiert. Hab was mit dem da zu besprechen. Bis dann. Sag bloß, das ist ein Freund von dir. Dann sag ihm mal, er soll hier verschwinden. Diese Typen in Schwarz sind nämlich voll gruselig. Die vergraulen hier seit kurzem die ganzen Leute am Strand. Und an die Kleiderordnung halten sie sich auch kein Stück. Schick die mal nach Unterjunon oder so. Passen sie besser hin. Eieiei. Ei, ei. Wo wir beim Thema sind, in dem Aufzug kommst du auch nicht an den Strand. Jetzt. Sind schließlich in Costa. Da fährst du besser mit etwas Gemütlichkeit. Hab genau das Richtige. Ticket Nummer 7. Oi. Hier. Mit diesem Ticket kannst du am Karneval der Karten und der phänomenalen Piratenparty teilnehmen. An den jeweiligen Veranstaltungsorten wartet schon jemand mit derselben Nummer auf dich. Und wenn ihr die Spiele zusammen gewinnt, erhaltet ihr dafür Freundschaftskarten. Und die lassen sich gegen Strandbekleidung tauschen. So kommst du an den Strand und dann ein paar unvergessliche Stunden. Nicht? Dann genieß deine Zeit in Costa del Sol. Ich drück dir auch die Daumen für die Herzblattsuche. Hallo. Ich hab schon mein Strandoutfit im Kopf. Hawaii-Hemd, offen. Flipflops. Und Speedo. Ich mache eine Frankie. Die Schwarzkutten haben sich am Strand versammelt. Doch nur mit angemessener Strandbekleidung ist der Zutritt in den Badeabschnitt gestattet. Nehmen wir zahlreiche Minispielen des Costa del Amor. Events teil, um Freundschaftskarten zu erhalten. Diese können in den Wechselstuben gegen passende Bekleidung für den Strand eingetauscht werden. Okay, ich bin ready. Ich will mittanzen, komm. Darf ich nicht? Ich mach erst beim Hunderennen mit, wenn's geht. Okay. Das sah cool aus. Nichts geht über ein bisschen zocken.
Ach komm! Mit deinem Ticket kannst du hier leider nicht teilnehmen. Was, bin ich noch nicht auf, nicht noch nicht fresh genug? Oder reich genug? Bitte, lass mal gucken. Die Wechselstube. Achso, du verkaufst die Kleidung. Zeig mal, was hast. Freundschaftskarten werden als Preise bei Costa del Amor vergeben. Einfach einen Partner schnappen und die Spiele gewinnen. Wellenreiter. Das gefällt mir schon besser. Aber oben ohne? Nee. Aber es müsste offen sein. Das sieht einfach cooler aus. Und du sollst einen Speedo haben. Bis zum nächsten Mal. Schade. Haben wir noch irgendwas? Das ist Piratenparty. Okay. Das ist Strandjungs. Okay. Karneval der Karten. Okay. Und hier ist nichts? Nope. Dann machen wir doch Karneval der Karten. Sorry, Kiddies. Ich wollte nicht umfahren. Aber ich hab's eilig und so. Weg da! Oh. Du verkaufst auch Sachen? Freundschaftskarten gibt's als Prämie beim Costa del Amor Event. Wenn man mit einem Partner am Event teilnimmt, bekommt man die Karten als Geschenk. Achso, die verkauft das gleiche. Langweilig. Wenn das nicht mal eine Freundin ist. Hast mich doch gehasst, weil ich so gemein war und gewonnen habe gegen dich, hä? Interesse an einer heißen Partie? Hey, was geht? Na, so ein Zufall. Bist du etwa auch auf der Suche nach einem Partner? Ja, schon. Dann such nicht weiter. Bei diesem Event gibt es spezielle Teamregeln. Oh. Diese sehen vor, dass man zusammen als Paar gewinnen muss. Also kann ich leider nicht alleine teilnehmen. Müßig zu erwähnen, dass ich nicht plane, hier zu verlieren. Aber mit dir als meinem Partner ist der Sieg eine reine Formalität. Bringen wir es schnell hinter uns. Wer möchte noch mitspielen? Wir suchen weiterhin Paare. Let's go. Beim Karneval der Karten hast du während des Costa del Amor Events die einmalige Gelegenheit, Blut der Königin zusammen mit einem anderen Cartorero im Team zu spielen. Hierbei gelten besondere Regeln. Und die sind, die Benutzung des eigenen Kartendecks ist nicht möglich. Hier werden Karten zugeteilt, mit denen du dein Können unter Beweis stellen sollst. Gewinne 3 Herausforderungen, damit du als Sieger hervorgehst. Yes! Costa del Amor Runde 1, nur für kurze Zeit. Diese Herausforderung mit 3 Karten kannst du dich nur zu Beginn von Costa del Amor stellen. Das Blatt des Gegners liegt offen auf dem Tisch. Die Platzierung deiner Karten in die richtigen Reihenfolge entscheidet über Sieg oder Niederlage. Deine Partnerin Gina hat diese Herausforderung bereits abgeschlossen. Erst wenn auch du sie meisterst, geht es weiter zur nächsten Runde. Also es ist einfach nur 1 gegen 1. Oder wie? Ich weiß immer noch nicht, was ich machen muss. Es hat nur 3, dann muss ich so machen, ne? Aber wenn ich so mache, habe ich die Reihe gewonnen. Aber ich kann nichts mehr legen, ne? Die brauchen jeweils 2 Punkte. Das heißt, wenn ich so mache. Ja doch, ich muss so machen. Dann. Ja, ich weiß wie. Zack. Ja, aber so haben wir noch nicht gewonnen. Wenn wir so machen, habe ich aber die Reihe gewonnen. Und wenn ich den leg, habe ich die zweite Reihe auch gewonnen. Easy! Mm-hmm.
Neue Karte. Sturmgreif. Sehr schön. Diese Herausforderung mit drei Karten auf der Hand und einer Reihenfolge. Kannst du zu Beginn, solange der super ausreichend gelegt ist und du nur eine einzige Reihe gewinnst, lege dein Schokobo alle in eine Reihe um den. Jetzt ein bisschen anders. Schoko-Chick. Okay, diese Herausforderung mit drei Karten auf der Hand und einer Karte auf dem Tisch kannst du dich nur zu Beginn von Costa del Sol Amor stellen. Das obere steht immer gleich. Okay. Solange deine Gesamtpunktzahl ausreicht, genügt es, wenn du in nur einer einzigen Reihe gewinnst. Lege deine Schokobos alle in eine Reihe, um den größtmöglichen Wert zu erhalten. Das sagt mir schon, wie ich spielen soll, oder was? Entscheide dich mal! Solange sich diese Karte auf dem Spielfeld befindet, erhöht sich die Stärke von verbündeten Karten auf diesem Effekt betroffenen Feldern um 2. Okay, um 2. Der ist nur 1. Der kostet 5. Der kostet auch nur 1. Was sind eure Fähigkeiten? Kann ich es irgendwie lesen? Kann man irgendwie Karte inspizieren oder wie es heißt? Keine Ahnung. Wenn ich den leg, hat er 7. Tja, mal sehen, ob das reicht. Würde ich auch gern wissen, ey, ob das reicht. Sehr gut, weiter so. 11, hä? 14. Aber 9 plus 7 sind 16. Schau an, nicht übel. Eine Karte, die in eigener Position unter vollen Körper ist, erweitert. Entsprechend der Anzahl der anderen verstärkten verbündeten Karten steigt die Stärke um 1. Gewährt bei einem Sieg der Reihe, in der sie abgelegt wurde, einen Punktebonus von 3. Dann habe ich gewonnen. Okay. Dann habe ich gewonnen. Wunderschön. Mit einem Punkt. Schoko-Chick. Dankeschön. Der Anfang steht wieder gleich. Dann die Trumpfkarte Mogri Trio hat die Fertigkeit, deiner Hand die Nummer 2 und Nummer 3 hinzuzufügen. Nutze die spezielle Fähigkeit jeder Karte, um den Sieg zu erringen. Karte Mogri und Freundschaftskarte Cloud. Also die Mogri-Karte kann mir Karten konzentriert bleiben, Cloud. Auf die Hand geben, habe ich verstanden. Ich muss jetzt gucken, dass ich gewinne. Wenn ich das mache, passiert nichts. Wenn ich das mache, habe ich 2 neue Felder. Deswegen muss der da schon mal hin, würde ich sagen. Wenn ich den spiele, habe ich da oben und da 2 mehr. Und wenn ich den spiele, habe ich hinten. Da brauche ich nur 2, ne? Warte, ich mache schon so. Das gleiche. Wenn diese Karte ausgespielt wird, reduziert sich die Stärke von gegnerischen Karten auch von diesem betroffenen Effekt um 4. Dann ist der kaputt, ne? Auch nicht schlecht. Sehr gut. Weiter so. So. Was kann der?
Solange sich diese Karte auf dem Spielfeld befindet, erhöht sich die Stärke von verbündeten Karten auf von diesem Effekt betroffenen Feldern um 2. Heißt einer vor und einer hinter mir, ne? Dann habe ich die Mitte gewonnen, wenn ich den lege, oder? Ne, das Gleichstand dann. Ich zähle schon mal für keinen von beiden. Dann habe ich noch zwei Karten mit 1 und 1. Aber warte mal, wenn ich das so lege. Wenn ich das dann so lege, genau. Na, siehst du, geht doch. Genau. Und wenn ich da unten lege, habe ich 5. Und dann habe ich 11 Punkte. Schau easy. An. Nicht übel. Easy, easy. Vielen Dank. Gratuliere, das war eine famose Vorstellung. Beehren Sie uns gerne wieder. Danke fürs Spiel. Hat echt Spaß gemacht. Können wir ja vielleicht noch einmal versuchen. Sollte das gerade ein Angebot sein? Natürlich. Muss dich aber leider enttäuschen. Mir fehlt hier die Herausforderung. Das stimmt auch. Ich werde mich anderswo nach stärkeren Gegnern umsehen. Es gibt nicht viele Spieler, die meine Erwartungen übertreffen. Aber du hast es geschafft. Vielleicht sieht man sich irgendwo irgendwann ja mal wieder. Bis dann. Bye-bye. Hat ihre Partnerin sie etwa versetzt? Das ist schade. Aber zum Glück haben wir auch Partien für Einzelkämpfer für sie im Angebot. So. Das sind die ganzen Catereros, Bandereros. Verkaufst jetzt eigentlich was? Wir freuen uns auf ein tolles Spiel von ihm. Was ist von diese Doppelten? Eine Herausforderung mit 4 Karten. Das Blatt des Gegners liegt offen auf dem Tisch. Die Platzierung der beiden Karten Nadelkuss und Kaktus entscheiden über Sieg oder Niederlage. Nutze hierfür Bonuseffekte, spezielle Felder zu deinem Vorteil. Spitzenfindigkeit. Auch mal. Bin ich gespannt. So, habe ich 0 Punkte. Da unten. Achso, ist ein Gegner. Das sind Gegner, okay. I understand. Ich kann nur oben hinlegen, ne? Solange sich diese Karte auf dem Spielfeld befindet, erhöht sich die Stärke von verbündeten Karten auf von diesem Effekt betroffenen Feldern um 2. Okay. So hinlegen, dann den dort und dann ist das und das meins, ne? Machen wir mal so. Dann gehen die beiden auch uns, ne? Dann gehören die auch uns. Das mit 2 ist mir egal.
Warte. Solange sich diese Karte auf dem Spielfeld befindet, erhöht sich die Stärke von verbündeten Karten auf dem von diesem Effekt betroffenen 3. Um 3. Ah, da liegt der drauf, ne? Scheiße. Das ist scheiße. Was hab ich denn gewonnen schon mal? Ich muss die Karten irgendwie so hinlegen, dass eine Karte... Ja, ich weiß, was ich jetzt machen will. Okay, ich hab verkackt. Ja, ich weiß. Aber ich glaube, ich weiß jetzt, wie ich hinlegen muss. Yes. Also... Da muss auf jeden Fall der Kaktor hin. Genau. Da muss der Kumpel hin. Würde ich sagen. Ja, aber dann habe ich nur 4. Ah, fuck. Neu starten. Ich glaube, ich weiß jetzt wie. Ich habe, glaube ich, einen Fehler begangen. Der Kaktor muss dahin. Jetzt. Zack. Jetzt. Boom. Easy. Immer ein bisschen Denken hier anschalten. Immer so schwer. So, seeteuflische Pläne als nächstes. Uiuiui. Eine gewöhnliche Karte ohne besondere Fertigkeit. Wenn diese Karte ausgespielt wird, wird die Karte Gefährte der Mandoroga deiner Hand hinzugefügt. Was kann die? Beim Ausspielen von verbündeten Karten aus der Hand erhöht sich die Stärke dieser Karte um 1. Aha. Aha. Ja, wo stelle ich denn jetzt hin? Weil der braucht 3, ne? Die Frage ist, wenn ich ihn da hinstelle, klappt das dann?
Ja, jetzt hat er. Oh, perfekt. Perfekt. Jetzt kannst du einfach nur Karten legen. Und dann müsst ihr immer höher gehen, ne? Noch einen und wir haben gewonnen. Easy. Das war leicht. Vielen Dank. Im Dienste des Königs. Für diese Kartenherausforderung wird ein spezielles Deck verwendet. Das Blatt des Gegners liegt offen auf dem Tisch, das weiß ich. Deine Trumpfkarte Tomberry König wird jedes Mal verstärker, wenn eine deiner Karten aus dem Spiel genommen wird. Setze sie so früh wie möglich ein und zerstöre im Schluss deine eigenen Karten mit Karnierraupe oder Gedankenschneider, um am Schluss der König ein fulminantes Machtwort sprechen zu lassen. Also Tomberry ist mein King. Bei Zerstörung von verbündeten Karten erhöht sich die Stärke dieser Karte um 2. Solange sich diese Karte auf dem Spielfeld befindet, reduziert sich die Stärke von verbündeten und gegnerischen Karten, auf denen diese Effekt betroffen werden, um 1. Wenn ich dahin spiele, sind es ja nur meine. Zack, zack. Zack, zack. Das Ding ist halt. Eine gewöhnliche Karte ohne besondere Fähigkeiten. Ich will aber Tomberry in die Mitte spielen. Dann brauche ich sie doch am meisten, glaube ich. You know what I mean, hä? Eine Gewöhnlichkeit und besondere Fähigkeiten. Okay. Wenn diese Karte ausgespielt wird, reduziert sich die Stärke von verbündeten und gegnerischen Karten von diesem Effekt getroffen fällt um 3. Dann lieber so. Da mache ich oben lieber kaputt, ne? Ja. Wieso ist der jetzt gestorben, verstehe ich nicht. Scheiße gebaut. Ich kann die anderen nicht überlegen, ne? Ich kann die anderen nicht mal legen.
Ah, jetzt okay, ich check's, glaube ich. Wie ich das am besten lege. Würde ich sagen. Genau. Killt die noch, was du? Bei Zerstörung dieser von verbündeten Karten erhöht sich die Stärke der Karte um 2. Ja, ich kann nichts mehr machen, ne? Der jetzt nur, wir haben jetzt, oh Mann. Irgendwas habe ich. Ich habe fast. Irgendwas fehlt noch, dass ich eins mehr bekomme. Da muss 14 stehen, irgendwie sowas. Irgendwas habe ich falsch rum. Irgendwas habe ich falsch rum. Zerstören darf ich erst, wenn Tomberry da ist. Das ist klar. Aber wo spiele ich denn hin, ne? Am besten ist dort. Egal was ich mache. Bei Zerstörung von verbündeten Karten erhöht sich die Stärke dieser Karte um 2. Ah, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe Tomberry und den Typen falsch gelegt. Jetzt. Ja, ich glaube, jetzt wird's. Jetzt klappt's. Jetzt habe ich gewonnen. Ja, ich habe die vertauscht. Tomberry muss da vorne liegen. Weil wenn ich den jetzt hier drauf lege, sterben oben und unten. Und Tomberry kriegt nochmal. Genau. Der hat jetzt 7-7 und wir haben 16. Perfekt. Wunderschön. Jetzt kommt die letzte Herausforderung. Stärkereduktion. Der Archendrache kann gegnerische Karten schwächen. Sinkt die Stärke einer Karte auf 0, wird sie ausgelöscht. Dabei erlischt auch ihr Effekt. Überlappen sich ein Fertigkeitsfeld und ein stellungsweiterndes Feld, kannst du das Feld der ausgelöschten Karte deine Stellung hinzufügen. Da steht nur 3. Das heißt, es ist gar nicht so schwer, glaube ich. Oder vielleicht doch. Ja, kann ich nicht viel machen, ne? Ich kann nur da. Da habe ich schon 6 Punkte. Ich habe jetzt nur 3. Der hat nur 3. Okay, jetzt habe ich es. Ich muss unten anfangen. Weil dann gewinne ich die untere, genau. Oben haben wir noch 2. Und hier habe ich 3. 2 macht 9. Easy. Ich habe wieder nur falsch rumgelegt.
Ja, gab es auch keine wirklich andere Möglichkeit. Du konntest nur so oder so legen. Bei den anderen, was ich hatte, da hatte ich schon mehrere Möglichkeiten. So, haben wir alles. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Was kann ich für dich kaufen? Yes. Aerokrake und Sandkalmar. Sandkalmar und Aerokrake. Wunderschön. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ich spiele so lange, bis ich gewinne. Sind die Partien wirklich so spart? Ich habe mich so gefreut, dass ich voll gestoppt. Ich kann das verlieren. Kein Gegner verfügbar. Okay. So. Ich habe die Wechselstube erledigt. Und jetzt machen wir den hier. Piratenparty. Wir haben die Karte schön gemeistert. Macht ihr was? Kann ich surfen? Leider nicht. Schade. Kann ich jetzt Klavier spielen? Noch. Er hat gesagt, zum Klavierkonzert geht's da lang. Sagst was Neues? Ich bin echt voll angenehm, weißt du? Und ich würde euren Altersschnitt auch mega senken. Ja, das glaube ich. Hab mir gleich die Nackenhaare hier aufgestrickt. Hier steigt die große Piratenparty. Sogar die große Liebe. Unser Barrett. Speichern. Willkommen, hier steigt die große Piratenparty. Trefft die Zielscheiben und wer weiß, vielleicht trifft euch ja sogar die große Liebe. Hey, ich habe vorhin ein Ticket für dieses Dingsbums del Amor erhalten. Keine Ahnung, was das ist, aber es soll hier stattfinden. Ist ein stadtweites Event. Dabei soll man wohl neue Freunde finden. Wie es scheint, wirst jedoch du mein Partner sein. Und wieso machst ausgerechnet du bei so etwas mit? Ich will unbedingt diese Karten gewinnen. Na, wenn das so ist, mit mir hast du hier schon so gut wie gewonnen. Jetzt bin ich gespannt. Einen Moment bitte. So wie sie aussehen, sind sie vom Fach, oder nicht? Tut mir wirklich ausgesprochen leid, aber professionelle Schützen dürfen nicht an diesem Spiel teilnehmen. Wieso das denn? Dann schreib das doch dazu. Könnt doch nicht erst jetzt mit sowas ankommen. Nachträglich die Regeln zu ändern, ist ja wohl das Letzte. Ich mache es. Oh. Aber wehe, du blamierst uns. Oh. Ich schieße bei Piratenparty auf Zielscheiben in Form von Ungeheuern und erhalte für zerstörte Ziele Punkte. Schießen, Zielen. Steuer für Schießen, Zielen umschalten. Zielgeschwindigkeit. Adaptiv Trigger. Okay. Was ist Anfänger 10.000? Also ich muss 15.000 machen, um alles zu bekommen. Okay. Also gut. Dann mal feuerfrei aus allen Rohren. Ich gebe mein Bestes. Zu wenig Zeit, Alter. Ich hab gerade noch 2,5. Achso, es sind mehr Runden. Ich dachte schon. So geht das. Ja, da war ich zu langsam.
sehe keine. Wo sind noch welche? So geht das. Zu wenig, ich will 15.000. Hey, Welle, weg. Sind sie? Ich sehe nichts. Alter. Ich sehe 15.000 schaffen. Nein! Ich war kurz vor 15.000. Ah, 14.054. Naja, kann man mit zufrieden sein. Hervorragend! Nicht nur das Abfeuern, sondern auch das Anfeuern konnte sich sehen lassen. Von allen Herausforderpaaren heute waren sie das Spitzenduo. Hast du gehört? Ein Spitzenduo sind wir. Bombe, wenn der das sagt. Himmelarsch, jetzt freu dich doch zur Abwechslung einfach mal. Wird dir das nicht selbstlästig, immer und überall den Coolen raushängen zu lassen? Da war keine Lacher, hä? Ich verdrück mich jetzt zum Strand. Zieh dich um und komm danach, ja? Nixler, ich hab Zeit vergessen. Na, in der Stimmung für ein kleines Gefecht auf See? Natürlich. Mir fehlt doch Zeit. Ich wusste nicht, dass man so schnell feuern kann. Man ist scheißegal mit Schielen. Einfach nur treffen, Alter. Ich dachte, du hast nur einen leichten Schuss. Hier kann ich ja wie... Brauche ich gar nicht zielen, ey. Haben wir alles? Alter, ich habe gleich doppelt so viele Punkte, Alter. Hätte es gleich gewusst. Nachladen Frau nicht. Gleich viel leichter. Komm. Raus. Alter, easy. Jetzt schon über 15. Hätte ich das gleich gewusst, ey. Achso. Ey, war das schon ohne 4? Wusste ich gar nicht. Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal, Landratte. Nehmen wir alles mit. Kenn ja nix. So. Dann haben wir das auch. Suche ich zur Wechselstube, ne? Aber ich kann immer noch kein Wett drin machen, das ist nervig. Ich teste noch mal kurz, ob ich Wett drin machen kann. Ah ne, warte, hier ist Klavier. Schau mal kurz. Ne. Und Hund kann man bestimmt auch noch nicht machen, oder? Warte mal, vielleicht muss ich... Hier können Freundschaftskarten gegen Strandbekleidung eingetauscht werden. Ich habe zwei. Also ich kann irgendeinen austauschen. Ja, nehmen wir den. Ah, ich kann beide kaufen. Okay. Nimmst du die Umkleidekabine, dann kostet es Zoll, die sich nach anderem... die sich unter anderem am Strand oder in der Nähe von Johnnys Strandhotel befinden, um in deine Strandbekleidung zu schlüpfen. Viel Spaß damit! Erstmal speichern. Nicht, dass es weitergeht. Ich will noch den Hunderennen anschauen. Ob es klappt. Was ziehen wir dir an? Sieht aber nicht nach Strand aus. Wo sind die Flipflops? Offenes Hemd. Das sieht nach Strand aus, aber dir fehlt das Hemd, da wird es viel cooler. Und Speedo. Frankie Style. Egal, nehmen wir. Oh, Strandjunge. Auf dem Wheelie? Sieht irgendwie cool aus. Sagst du was Neues? Ich bin echt voll angenehm, weißt du? Nee. Ich dachte, ich sag was anderes. Du. Sorry. Tut mir sehr leid, aber mit deinem Ticket kannst du hier leider nicht teilnehmen. Voll gemein. Geh weg. Ich muss in den Strand. Ich muss zum Strand. Sorry. Excuse me. Excuse me. I need to go through here. Ui, sorry. So. Sonne, Strand und 110 WP. Hey, ist aber hochgegangen. Aber wir sind bereit. Aber wir speichern jetzt. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Hier war Robi von RNR Production. Und das war Final Fantasy VII Rebirth, Part 21, Sonne, Strand, was? Urlaub, Palmen, das Blaue, einfach alles war. Tut ein bisschen im Herzen weh, erinnert mich halt ein bisschen an vor kurzem meinen Urlaub, aber man muss damit leben, wir sind ja wieder in der Realität. Aber auf jeden Fall sage ich, danke fürs Zuschauen, bye bye, kommentiert, subscribed und bis zum nächsten Mal, ciao.